Karrierechancen bei MediaCom, Verstärkung gesucht für Büro und Organisation. Wir suchen motivierte und engagierte Teammitglieder für verschiedene Positionen in geringfügiger, Teilzeit- oder Vollzeiteinstellung. Wenn Sie Teil unseres dynamischen Teams werden möchten, besuchen Sie unser Anfrageformular unter www.media-com.at und entdecken Sie, wie Sie mit uns gemeinsam erfolgreich sein können. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Team willkommen zu heißen. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Gastgeberin werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt. Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion. Die Wiener Sängerknaben kommen zu einem Sensationskonzert nach Kindberg. Am Freitag, den 26. Jänner mit Beginn um 19.30 Uhr werden sie einzigartige Neujahrschorklänge in das Volkshaus bringen. Vorverkaufskarten gibt es in allen Rheinecker-Filialen, Kindberg Mitte, Traffic Plus und allen Ü-Ticket-Stellen. Infos im Internet unter www.media-con.at. Du hast ein neues Lied geschrieben, das du der Welt zeigen möchtest? Dann ist ein Videoclip die perfekte Möglichkeit, um deine Musik zu vermarkten und ein größeres Publikum zu erreichen. Ich bin ein erfahrener Videoproduzent und habe schon viele Musikvideos für verschiedene Künstler erstellt. Ich kann dir helfen, deine Vision für deinen Videoclip zu verwirklichen und ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Melde dich noch heute bei mir, um ein unverbindliches Angebot zu erhalten. Wir besprechen dann gemeinsam alle Details deines Videoclips. Du möchtest abnehmen, deinen Rücken stärken und deinen Beckenboden trainieren? Mit einem EMS-Training erreichst du all das und vieles mehr in nur 20 Minuten. Das Training arbeitet mit Stromimpulsen, die gezielt deine Muskeln stimulieren und so ein intensives und effektives Workout ermöglichen. Das ist ein Sympion 360, das ist ein EMS-Anzug. Das heißt, man macht da ganz normale Kraftübungen und kriegt dann zeitgleich einen elektrischen Impuls. Und das Ganze macht das Training viel intensiver. Das heißt, man macht in 20 Minuten ein Training, das sonst 60, 70 Minuten dauern würde. Und man hat halt sehr viel Kraft und Ausdauer getankt. Neben der körperlichen Belastung werden auch deine Ausdauer und Koordination trainiert. Viele Fitnessstudios bieten EMS-Training an und bringen dich so in kurzer Zeit zu deiner Wunschfigur. Dabei ist es wichtig, das EMS-Training mit einer ausgewogenen Ernährung und genügend Bewegung zu kombinieren. Experten empfehlen, das Training einmal pro Woche zu absolvieren, um die gewünschten Erfolge zu erzielen. Ja, wie man sieht, bin ich schon ins Schwitzen gekommen. Habe ich zuerst nicht vermutet, dass das doch so intensiv wird. Aber durch das, dass man das ja sehr toll einstellen kann von der Intensivität und ja. EMS-Training ist für jedes Alter geeignet, kann aber bei bestimmten Vorerkrankungen wie Herzproblemen kontraindiziert sein. Informiere dich daher vorab bei deinem Arzt und lass dich von einem qualifizierten Trainer betreuen. Mit EMS-Training kannst du deine Ziele erreichen und deinen Körper in kurzer Zeit in Topform bringen. Also jeder, der das probieren möchte, kann sich an mich wenden. Meine Telefonnummer ist 0680 44 622 92 oder mir ein E-Mail schreiben unter sport@sportfreund.eu. Die HTL Kapfenberg hat am 20. Jänner dieses Jahres zum Tag der Luftfahrt eingeladen. Denn auch diese Fachrichtung steht in der HTL zur Verfügung und, wie man sehen kann, herrscht
großes Interesse. Wir haben den Ausbildungszweig Flugzeugtechnik Aviation und wir bilden Flugzeugtechnikerinnen und Techniker aus. Daher sah man auch die Notwendigkeit, diese Fachrichtung in den Fokus zu stellen. Tag der Luftfahrt an der HTL Kapfenberg, also heuer das erste Mal durchgeführt, mit dem Ziel erstens, dass die Schüler, die aktiven Schüler der HTL Kapfenberg, sich über Firmen aus der Luftfahrtbranche hier vor Ort also informieren können. Der zweite Teil ist dann der öffentliche Teil, ist dem öffentlichen Publikum zugänglich, können neue Schüler, interessiert an der Luftfahrt vorbeikommen, sich an den Firmen, bei den Firmen informieren. Oder auch also über den Ausbildungszweig Luftfahrt, also da an der Schule informieren. Und der dritte Teil ist dann wieder ein interner Teil, wo ein Netzwerk geknüpft wird mit Schule, Industrie für zukünftige Zusammenarbeiten. Einer der Höhepunkte an diesem Informationstag war wohl auch dieses Luftfahrzeug. Und da muss man dazu sagen, es ist schon lange keine Vision mehr, sondern Realität. Air Mobility ist eigentlich die Fortbewegung der Zukunft, in erster Linie für urbane Ballungsräume. Heute habe ich sehr, sehr lange Zeiten im Stau auf der Straße und die Idee dahinter ist als Beispiel, wenn ich in New York lande und mit dem Taxi nach Manhattan fahren will, zweieinhalb Stunden aufgrund vom Verkehr, $80. Wenn ich mir einen Hubschrauber nehme, 15 Minuten, $800. Und das ist eigentlich die Stufe dazwischen. Erstens CO2-neutral, da elektrisch und 20 Minuten und $100 für dieselbe Strecke. Und das ist genau das, was da den Business Case ausmacht. Seit 2017, soweit ich informiert wurde, eine Luftfahrtsparte aufgemacht, die sich speziell auf die Ausbildung luftfahrtrelevanter Technologien, Prozesse spezialisiert hat. Und was natürlich für uns als Unternehmen in diesem Bereich sehr interessant ist. Eine große Challenge ist immer der Personalmangel, der Personalbedarf in dem Bereich. Und wir sind sehr froh, dass es mehr Ausbildungsstätten gibt, die das in Zukunft bereitstellen und uns hoffentlich gutes, aussichtsreiches Personal in Zukunft stellen können. Man kann durchaus behaupten, der heutige Tag in der HTL Kapfenberg war informativ und vielleicht sogar entscheidend, was Ausbildungspläne betrifft.